haben sie irgendwie da drin. Ach. Ja, das ist ganz einfach. Die haben einfach da ein paar Düsen da. Bitte? Ein paar Düsen und dann wird das so. Ja, aber ja. Das ist ganz charmant. Das ist schön. Bei Basler gerne, weißt du? Blumenschau, die hat man schon noch gar nicht. Es gibt ja verschiedene Häuser auch hier. Venedig zieht ja schon immer Touristen an. Das ist ja auch schön. Und dann hat man das damals ausgeleuchtet. Beziehungsweise man hat so eine Beleuchtung gebaut, dass man es auch nachts anschauen kann. Ja. Allerdings mit so einem Münzeinwurf-Ding. Also da hat man dann praktisch einen Zehner reingeworfen. Oh, das, das war natürlich für die Anwohner wunderbar, wenn fünf oder zehnmal die Nacht da auf einmal gleißend helles Licht im Schlafzimmer ist. Und die haben halt dann gesagt, also das braucht man nicht und ne, die wollten es halt nicht. Und die Stadt hat gesagt, nö, das ist eine Einnahmequelle und schön für die Touristen, das bleibt. Naja, und eines Nachts hat jemand sein Flex genommen, hat das Ding, dieses Geldeinwurf-Ding wegflext und in den Fluss geworfen. Seitdem ist es nie wieder ersetzt worden. Die Flutlichtmasten sind noch da, aber sind seitdem nicht mehr betrieben. Dann ist diese Genehmigung also Baugenehmigung eingereicht worden. Dann hat er, das ist wörtlich überliefert, gesagt, solange ich hier Bischof bin, wird auf meinem Grund nichts gebaut. Damit stand für die Bamberger fest, wenn nicht an Land, dann im Wasser. Das war im Mittelalter auch eine Gesetzeslücke, weil es galt als unmöglich, im Wasser zu bauen. Also außer Brücken halt. Ja. Und dann haben die das entwickelt und haben also praktisch diese Brücke gebaut und das Rathaus integriert. Somit war ein Rathaus vorhanden. Und da ab hat jeder Bamberger gewusst, wenn ich mit der Unabhängigkeit Schwierigkeiten habe, dann muss ich ins Wasser bauen. Und so ist Klein Venedig entstanden. Ja, ja, ja.